Okay, Agent. Diese Berichte über Rikers Aktivitäten auf der Lexington stimmen. Ein JTF-Team konnte bestätigen, dass sie dort ihre Basis haben. Ja, kurz danach wurden sie geschnappt. Sie müssen meine Leute rausholen. Diese Verbrecher sind nicht für ihre Zurückhaltung bekannt. Das ist die perfekte Gelegenheit, um die Führungsriege der Rikers zu eliminieren. Nutzen wir sie. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Ladies and Gentlemen, da ist die Kamera. Von The Division. Warum rennt er weg? Wir versuchen es heute noch mal der Hauptmission. Das war eine Falle. Glaub's nicht. Warum sterben die nicht? Der hat doch gerade überhaupt keinen Schaden genommen. Was war da denn gerade los? War gerade ein bisschen verwirrt, tut mir leid. Fängt ja die Folge gerade wieder richtig geil an. Ich habe den gehatcht und der hat keinen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Nice. Tja, da seht ihr mal, wie schlecht ich bin. Wie lange ich brauche, um aufzunehmen. Normalerweise schneide ich sowas mal raus. Nein, Quatsch. Probieren wir nochmal. War einfach ein bisschen Pech gerade. Ah, der hat mich schön in eine Falle gelockt gerade. Der ist einfach vor mir weggerannt. Gehst um die Ecke und da sind 3 Gegner. Ja, schön gemacht. Was wird er jetzt bezahlen? Dafür kriegt er jetzt einen schönen Schuss ins Gesicht. Ja, ich bin ein bisschen neu ausgestattet, wie ihr seht. Ah, Level 22, yay. Ich habe in der Pause ein bisschen wieder gelevelt. Ihr seht, hier sind alle Nebenmissionen auf der Seite sind gemacht. Hier auch, hier auch, hier auch. Aktuell bin ich hier in dem Gebiet. Das habe ich gerade freigeschaltet, das Safehouse. Jetzt muss ich natürlich die ganzen Nebenmissionen hier machen. Dann, 1, 2, 3, 4, 5 Safehäuser haben wir noch. Uiuiuiui. Ich glaube, das letzte Gebiet zeige ich euch dann, wie das geht. Also dann mache ich dann mal 2 Folgen nur mit Safehouse Nebenmissionsaufgaben. Es sind wirklich immer die gleichen. Es ist eine Kopfgeldjagd, es ist Gebiet sichern, es ist Nachschub besorgen, es ist ja, es ist immer das gleiche, glaubt mir. Geiselbefreiung, nur eben, dass die Schwierigkeit gleich ist. Teilweise sind die Gebiete die gleichen. Also wenn ich so die Wasser, wenn ihr ganz am Anfang erinnert, da gab es die Mission um den irgendeine Flügelmission gab es da, da musste man dieses Wasser ja freischalten oder aufdrehen, weil die Cleaner das abgedreht haben. Und dieses kleine Gelände, wo sind die eigentlich jetzt hin, gibt es nochmal und nochmal und nochmal. Das ist genau das gleiche Level, nur dass die Schwierigkeit stärker ist. Das haben sie ein bisschen lieblos gemacht. Schön hier. Erstaunlich wenig geplündert, muss ich mal sagen. Egal, wir haben ja bis was vor. Oh Gott, ich habe gerade noch ein paar Stunden geschlafen. Einfach zu viel aufgenommen in den letzten Tagen, zu viel gespielt. Ja, ich glaube, ich habe jetzt locker 30 Stunden Spielzeit seit Montag. Ah, es ist richtig heftig. Aber ich habe gesagt, bis Freitag spätestens bekomme ich den Charakter auf Level 30 und ist die Story durch. Ich werde wahrscheinlich aber heute nur noch eine Folge pro Tag machen. Oder nicht eine, zwei oder drei, aber keine 6, 7, 8, 9, so wie die letzten Tage. Ich weiß gar nicht, wie viel gestern. Hier geht es darum, den Rikers den Kopf abzuhacken. Es gibt niemanden, der Leray Barrett ersetzen kann. Sie hat die Flucht nach Manhattan organisiert. Sie halten 3 meiner Leute fest. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie retten, bevor Sie da alles hochgehen lassen. Gut, holen Sie sie zuerst raus, aber gefährden Sie nicht die Mission. Wir sind hinter Ihnen. Der Ausbruch ist zu Ende. Es ist wieder so erstaunlich, dass Sie sofort wissen, wo ich hergekommen bin, wo ich herschieße. Es ist einfach nur so fucking erstaunlich. Ich schieße aus der Entfernung einen Headshot und die zwei wissen sofort, dass die Kugel von hier kommt. Ah, das ist ein bisschen Verarsche. So, das hat man ja schon. Mein Gott, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Die haben noch andere da drin. Ach, das war die Geschichte, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Wo wir gestern dann Leute gesucht haben, die da mitspielen können. Ach komm, wir machen das jetzt alleine.
Oder wir können mal die Spielersuche im Hintergrund laufen lassen. Vielleicht schließt sich ja jemand an. Vielleicht schließt sich ja jemand an. Nicht, dass wieder so eskaliert wie gestern in den Folgen. Ja, übrigens, ich habe es auch gar nicht gezeigt. Ich habe eine neue Sniper Rifle. Wie kann man die denn anschauen? Kann man gerade gar nicht anschauen. Egal. Überlegene Sniper. Ein schönes Teil hat einen 14er Magazin. Da kann man auch ein bisschen mehr drauf ballern. Und vor allem macht fast 18.000 Schuss Schaden per Sekunde. Und wir haben da auch ein bisschen überlegen. Teilweise gefarmt, teilweise gebaut, teilweise gekauft. Achso, ich bin zu hoch. Bin ich bescheuert? Ja, doch, da hoch. Hä? Achso, da geht's noch höher. Böh. Geht bei dir? Die wissen instant immer, wo ich bin. Was hat der Schalldämpfer für eine... Ach, verdammt, nein. Scheiße, ich hab ja gerade... Ah, nee, ich mach mal. Ich dachte, ich hätte meinen Roll-Dingsbums mit dabei. Uhu, da bin ich. Alter, diese Wortwahl, Leute. Kann ich nicht gut halten. Ja, wenn er seine hässliche Rübe bei mir in die Schussbahn hält. Nice! Warte, fuck! Warum habe ich denn noch etwas für Schaden bekommen? Ich hab's wieder so eine verminderte Schadensanzeige, wenn ich die treffe. Fallen die erst nach einer Sekunde oder zwei Sekunden um. Frage, wo ist er? Ah. Direkt. Schön in den Türrahmen geschossen. Geil. Jetzt fällt er erst um. Ey, seht ihr das? Ey, entweder sind die Kugeln sehr, sehr langsam. Ich möchte mir ganz kurz was umstellen. Das ist für das Level wäre es intelligenter, also für enge Räume. Ihn und ihn aber. Ja, hier ist bei den Basis natürlich der Explosionsradius höher. Und der Schaden ist höher als bei diesem Ding, okay. Oh, ich glaube, hier sind keine Gegner mehr.
Übrigens, guten Tipp, wie man an Geld kommt, alles einsammeln und immer verkaufen. Immer verkaufen. Irgendwie ist das Spack, das gerade schon wieder rum. Seht ihr das? Die Dinger ganz wichtig immer einsammeln. Da können richtig gute Sachen drin sein. Sie sind ein Lebensretter. Ich war sicher, dass ich so enden würde wie die anderen. Oh. Aber nicht, geh nach Hause. Bam, 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 bam. Ich hab's jetzt aber gegeben. Ist hier noch irgendwas? Okay. War nicht gerade hier reingeführt? Nee. Da hin nach den geführt. Oh Gott, ich habe einen Notierungssinn, das ist schon nicht mehr schön. Schlimmer als jede Frau. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Ah, guck mal, hier nochmal mitnehmen. Gleich kommen wir wieder in eine Endkampfzone, wette ich mit euch. Scheint ein Job, der ZDF scheint ein Job zu sein. Du weißt schon, dieser Song, der über die Brücke. Verdammt, wie heißt der Scheiß? Du machst schon von diesem Typ. Ich kann nicht mal Klavier spielen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Nicht so schüchtern, Jungs. Jede Party braucht Musik. Moment, Moment. Ich war alle in der Band. Ich glaube, ich kenne es. Spielt mir nach. Richtiger Song, falsche Tonart. Okay. Na, keine Angst. Wer den anderen unter den Tisch säuft, lebt. Ist doch ein guter Deal. Für einen von euch. Es ist ganz einfach. Nur ein kleiner Wettkampf unter Freunden. Ihr beide habt einen Schnaps für euch. Los, trinkt! Ich mach das nicht. Scheiß drauf. Ich kämpf nicht mit ums Überleben. Was ist denn jetzt los, Mann? Och. Alter, das nervt mich doch. Die Spielersuche. Ah, es nervt. Ernsthaft, es nervt richtig. Glaubt er gar nicht. Gott sei Dank bin ich komplett rausgeflogen. Wirft die Axt auf das Schweinspiel.
Wie wär's mit 10 Punkten, wenn du den Arm triffst? Fünf für die Hand! Wie wär's? 20 für den Kopf? 30? Hängt davon ab, wie tief sie eindringt. Oh, bitte. Ich habe Familie. Glaubst du, dass ich keine Familie habe? Dass ich in Rikers geboren wurde? Nein, nein, nein. Ich will nur sagen, dass sie das tun müssen. Wir sind Menschen, okay? Nicht nur Symbole oder Uniformen, oder? Dann wird jetzt einer von euch spüren, wie es sich anfühlt. Ich verstehe nicht. Auf die Knie, Bitch! Mehr musst du nicht verstehen. Bitte. Sieht aus, als wollte sich der Bulle schlachten lassen. Bekommen wir doch noch einen schönen Weihnachtsbraten? Also, die Sache beim Schinken ist, man muss nur wissen, wo man zuerst abschneidet. Nein, 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 nein! Warte! Genau die suchen wir. Zu der gibt es übrigens auch ein... das mal abspielen. Können wir vielleicht mal ganz interessant, ist ganz interessant, das mal abzuspielen. Sie behaupten, der Beamte hatte Sie im Würgegriff. Das ist keine Behauptung, sondern eine Tatsache. Und Sie fanden es angemessen, die Waffe zu ziehen, die Sie versteckt bei sich trugen. In Notwehr. Meine Mandantin hatte Angst um ihr Leben. Und hat zwei Beamte getötet. Beides Familienväter. Übrigens mit Schüssen in den Hinterkopf. Aus nächster Nähe. Komische Art von Notwehr. Sie grinsen, Barrett. Haben Sie uns was mitzuteilen? Nur eine schöne Erinnerung. Sie wissen schon. Aus der Kindheit. Hat auch nichts damit zu tun, zwei Unschuldige hinterrücks zu erschießen. Nur Puppen und Hundebabys. Agent, die Geisel wird auf dem Dach festgehalten. Sie müssen da aufräumen. Deswegen sind wir hier. Ich wollte euch das mal kurz noch, Wir sind ja quasi aus Reichers ausspazieren. Als erstes machen wir mal Folgendes. Wir gehen das Ganze mal ganz ruhig an. Das ist ein Sniper, da ist noch ein Sniper. Jetzt bring mich nichts mehr da rein. Ich gehe nicht mit. Ich brauche einen Trink. Bam, 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 bam. Und jetzt wissen die sofort instant, wo ich herkomme. Das ist einfach total für den Arsch, finde ich. Den ruhigen Weg oder so gibt es hier gar nicht. Die Möglichkeit, das Silence zu machen, die wissen instant immer, wo ich herkomme. Das nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Ah, ich bin der Papa. Oder diese Treffererkennung nervt mich so ein bisschen, muss ich sagen. Dass es so ein bisschen braucht, bis es erkennt, dass ich ihn getötet habe. Sie haben sie! Nice. Ach, ich mag das. Wenn ich schon nicht in Multiplayer snipen kann, dann kann ich es wenigstens im Singleplayer versuchen.
Verdacht, dass da unten noch einer ist. Sergeant. Warum fügt er mich der Wegpunkt schon wieder hier? Also es ist manchmal ein bisschen strange. Aber okay. Red mal nicht drüber. Ist ja immer alles plündern. Kann man gut verkaufen. Gibt gut Geld. Nächstes Ziel ist eine Elite, also eine legendäre, normale Sturmgewehr oder sowas bekommen. Ich habe damit halt schon auch schon im Blick. Vielen Dank. Kostet aber 34.000. Die haben mir übel mitgespielt. Barrett und ihre Leute sind drin. Ach, scheiße. Sag mal, ich gehe die Bildung in den Arsch. Schätzt du mal mit dem Reden oder irgendwas? Lighthouse? Hier Ramos. Ich bin bei der Division. Ich bin verletzt, aber ich kann kämpfen. Negativ. Wir machen das. Suchen Sie sich einen sicheren Ort und bleiben Sie da. Das ist ein Befehl, Tassen. Ja, Sir. Das ist ein Befehl, Sergeant. Ziel erfüllt.